Hallo und herzlich willkommen zu Folge 64 von Elex. Wir befinden uns hier im Lager der Mitte. Hoffentlich. Denke schon. Töten wir erstmal ein Federvieh. Warum? Weil es das Drecksvieh verdient hat. In den letzten beiden Folgen haben wir relativ viel gekämpft. Das heißt, jetzt können wir uns wieder ein bisschen entspannen. Und erstmal einen Haufen Sachen mitgehen lassen. So wie ich das verstanden habe, wird das hier quasi später mal unser Lager sein. Also unabhängig von der Fraktion, die wir wählen. Hier können wir uns quasi nützlich machen. Hier kann man sich, glaube ich, auch alles nehmen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also wir dürfen uns hier überall dran wagen. Nichts wird hier mit Diebstahl oder sonstigem dann gleichgesetzt. Wir dürfen nichts. Ja, okay, gut, das war wohl nichts. Wir dürfen hier quasi alles mitgehen lassen. Das war wohl nichts. Ja, das wollte ich doch auch gar nicht. Was soll denn das? Also hier. So. Zu einfach. Geht doch. Oh, kleiner Elex-Trank und Schnaps. Oh, perfekt. Das sind Zutaten, die lese ich gerne. Das wäre, wenn wir sie bekommen, die sammle ich gerne ein. Wie gesagt, was ist jetzt mit den... oh, das ist gerade eine Stange. Was ist jetzt mit den Ereignissen der Kuppelstadt auf sich hat? Ich glaube, wir müssen jetzt einfach abwarten, was passieren wird. Wie gesagt, ich hoffe, wir haben alles erledigt. Wird schwer, es eben nachzuholen. Ja, also ich meine, ihr könnt natürlich gerne schreiben, aber vergesst nicht, dass ich immer noch 20 Folgen im Voraus bin. Deswegen könnte das jetzt quasi schon fix sein und nicht mehr zu ändern. Was ich jetzt quasi alles getan habe und was eben nicht. So, aber jetzt sind wir hier erstmal im Lager der Mitte. Und reden mit den Leuten mal vielleicht auch. Gerade nicht. Oder gerade dann halt nicht. Gut, da hinten scheint eine Händlerin zu sein oder sowas in der Art. Also es gibt genug Siedlungen. Na bitte, endlich nimmst du Vernunft an. Na bitte, endlich nimmst du Vernunft an. Jetzt haben wir sogar zweimal vernünftig. Also wie gesagt, die Ereignisse der Kuppelstadt werden aber die restlichen Quests nicht beeinflussen. Ja, also auch die Krallen, also sprich die Diebesgilde nicht. Die haben keinen Einfluss. Egal, was in der Kuppelstadt passiert, die bleiben da unten in der Kanalisation. Und hier haben wir Annie. Hi, ich bin Annie. Bist du hier, um etwas zu spenden? Wieso sollte ich etwas spenden? Du kannst dir sicher sein, dass jeder Splitter, den du spendest, in den Ausbau unserer kleinen Gemeinde fließt. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne für eine bestimmte Sache spenden. Gefällt dir die Dekoration nicht? Oder vielleicht fehlt dir eine Werkbank? Kein Problem. Ich kümmere mich darum. Also, wie sieht's aus? So, also wir können das Lager jetzt quasi schon ausbauen. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Ach du Heilige. Okay, das kostet ja einen Haufen Geld. Das können wir uns mal für später merken. Also ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Das Lager der Mitte ist wie ein Haus bei Skyrim, The Witcher oder sonst wo. Ja, das darf natürlich in einem moderne Rollenspiel so nicht fehlen, aber Elex macht es wie immer ein bisschen anders. Und zwar recht interessant, denn wir haben hier quasi ein Lager. Also das gehört jetzt formell, denke ich mal, noch nicht uns, wir haben ja noch nichts dafür getan. Gerade nicht. Aber früher oder später wird das quasi de facto unser Lager. Da müssen wir natürlich erstmal drauf hinarbeiten. Ah, jetzt nicht. Und da vorne ist wahrscheinlich der eigentliche Eingang. Oder eine Eingang, der vielen Eingänge, die es hier gibt. Schauen wir uns ja erstmal um, ne? Was ist das hier für ein... Warte mal kurz. So. Bisschen in der Übung bleiben hier. Oder können wir vielleicht sogar ein bisschen kämpfen, die Folge? Hey, du! Hey, was denn? Was glaubst du, wo du da hingehst? Das hier ist Sperrgebiet. Und du hast hier nichts verloren, Mann. Nach Sperrgebiet sieht das hier gar nicht aus. Soll ich vielleicht noch ein paar Zäune für dich aufbauen, oder was? Schnauzt du jeden gleich an, der hier vorbeikommt? Hey Mann, das ist eine gefährliche Gegend hier. Nur ein Schritt in die falsche Richtung und du bist erledigt, Mann. Also schwing deinen Hintern besser hoch in unser Lager. Oder verschwinde besser gleich ganz von hier, wenn du nicht als Mutantenfutter enden willst.
Okay. Mutanten sind überall auf Magalan. Mag sein, aber die in dieser Gegend sind besonders hartnäckig. Ich habe schon elendig viele von ihnen platt gemacht, aber sie kommen immer wieder. Mittlerweile sind es schon mindestens 10 Mutanten in der Nähe. Sie scheinen nur auf den richtigen Moment zu lauern, um unser Lager anzugreifen. Euer Lager ist nicht besonders gut befestigt. Nein, Mann. Aber was erwartest du von ein paar heimatlosen Kämpfern, die versuchen, eine Bleibe zu finden? Wir versuchen, unser Leben hier draußen zu bestreiten, wie es eben geht. Und müssen nehmen, was wir kriegen können. Wer ist euer Boss? Sein Name ist Lloyd. Er ist der erfahrenste von uns. Er nennt unsere Siedlung hier oben immer das Lager der Mitte. Ich habe das nie wirklich verstanden, was er damit meint. Wenn du mit ihm reden willst, er ist meistens oben auf dem großen Platz des Lagers. Neue Mission, die Macht der Mitte. So, jetzt könnten wir dem natürlich aushelfen, ganz klar. Danach schauen wir mal nach unserem Lager. So. Natürlich machen wir jetzt erstmal die Option. Ich könnte dir bei deinen lauernden Mutanten helfen. Oder gut, wir können mal fragen, warum man es nicht einfach macht. Warum erledigst du sie nicht einfach? Wenn ich könnte, würde ich das sofort machen, Mann. Aber es sind schon so viele. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich könnte dir bei deinen lauernden Mutanten helfen. Ja, Mann, das ist eine gute Idee. Zusammen sollten wir eine Chance gegen die Biester haben. Ich sag dir, wie wir es machen. Du lockst sie einzeln zu mir hier rüber und wir machen sie dann gemeinsam platt hier oben, okay? Risikominimierung für die eigene Haut? Dachte ich's mir doch. Erst große Töne spucken und dann doch kneifen, was? Pass auf, Kollege, ich kann hier nicht weg. Okay, wir machen es eh nochmal anders. Ich will nicht, dass die Kälte steigt. Vor allem nicht so unnütz. Was soll ich denn sonst sagen? Ja, wir wissen, warum du sie nicht erledigen kannst. Okay. Du kommst gefälligst mit, sonst kannst du die Sache gleich wieder vergessen. Dachte ich's mir doch. Erst große Töne spucken und dann doch kneifen, was? Pass auf, Kollege, ich kann hier nicht weg. Ich hab den Auftrag, das Lager zu beschützen. Wenn die Viecher das Lager angreifen, bin ich die letzte Bastion hier draußen, verstehst du? Auf keinen Fall werde ich meinen Posten verlassen. Also entweder machen wir es so, wie ich es gesagt habe, oder gar nicht. Also mach schon und lock die Mutanten hierher. Am besten einzeln, okay? Sehr gut. Okay, also ihr seht, es gibt sogar Auswahlmöglichkeiten, die nur den eigenen Charakter oder halt die Beziehung zu anderen verändern, aber nicht den Ausgang einer Quest. Gibt's auch im Auftrag der... Wo ist denn das, die jetzige Quest? Ah, die Macht der Mitte. Das scheint sogar ein Hauptquest zu sein. Interessant, interessant. Was sind denn das überhaupt für Viecher? Vielleicht kriegen wir die auch so platt, wenn das nur so kleine Viecher sind, dann kriegen wir die nicht. Aber da brauchen wir gar nicht helfen, das ist ja witzlos. Sag mal, was sind das denn für Kerle? Wenn das nur so Wühler sind. Bleib hinter mir! Wenn das nur so Wühler sind, dann können wir da natürlich auch alleine rein und die platt machen. Eieiei, langsam, 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 was ist mit dem los? Kriegen übrigens nur 25 EP pro Stück. Frage ist, kriegen wir die EP auch, wenn der sie platt macht? Ich glaube, nein.
Na, dann sollten wir nochmal neu laden. Oh, nee, ne. Komm. Tod ist tot. Ich würde sagen, wir machen einfach die anderen so platt. Ich würde sie am liebsten im Fernkampf machen, weil ich weiß, dass Kaya das gut hinbekommt. Wie brennt die dann einfach weg? War jetzt vielleicht ein bisschen scheiße, dass er sogar ein paar gekillt hat. Oder zumindest einen von den Viechern. Ich wurde EP. ...125 EP pro Stück, das ist ja der Wahnsinn. Und das für so schwache Gegner. Und davon direkt 10 Stück, das ist über 1000 EP. Da könnt ihr mal sehen, wie krass so Quests und questbedingte Viecher an EP geben. Langsam, mein Freund. Alles mit der Ruhe. Du kommst auch noch dran. So, die Frage, was haben wir denn hier schon wieder? Ein Fluss. Wo sind wir denn jetzt hier? Unten, okay. Ich will mich ja auch nicht ablenken lassen jetzt. Wir werden da besser so oder so nochmal unter die Lupe nehmen müssen. Ich habe mir eben so einen Wühler am Arsch geklebt. Auch drin. Ach so. Ja, ja. Kaya hältst du irgendwie gar nicht auf oder so? Keine Lust zu. Nochmal 1000 DP. Ach du Heilige. Ist ja der pure Wahnsinn. Was wir an EP bekommen. Gehen wir die Quest direkt mal ab. Hallo. Deine lauernden Mutanten dürften niemanden mehr bedrohen. Wieso? Sind alle weg? Ich denke schon. Wow, Mann. Da kann ich ja heute früher Feierabend machen. Hier, nimm das für deine Hilfe. Ich hau ab zurück ins Lager. Wenn du willst, kannst du ja mitkommen. Leute wie dich können wir hier gut gebrauchen, Mann. Wir haben jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst, wir haben 3000 EP jetzt bekommen für diese Quest. Das ist mehr EP, als wir in den letzten beiden Folgen mit dem ganzen Abschlachten verdient haben. Da könnt ihr mal sehen, wie extrem das ist, wenn man in Elex sich erstmal nur um die Quests kümmert. Das ist der pure Wahnsinn. Hat irgendeiner noch einen Namen? Nee. Normalen Leute heißen einfach Siedler. Und haben ansonsten keine Relevanz. Da ist noch ein Siedler. Das ist anscheinend einfach eine Gruppe von Menschen, die sich hier niedergelassen hat. In so alten Ruinen wahrscheinlich, so wie es scheint. Ich kann jetzt nicht. Du bist auch nur ein Siedler und wie gesagt, hier darf man sich alles nehmen. Deswegen ist es so oder so gut, dass wir hier vorbeigeschaut haben. Oder vorbeischauen werden. Und alles machen werden. Wir können ja auch direkt die Quest machen. Es scheint eine Hauptquest zu sein, aber ich glaube, die hat nichts mit der Hauptquest-Reihe zu tun. Also sprich nichts mit Jax und wie hieß er nochmal? Karlax? Wie so der Alex. Wie heißt er nochmal? Alexetor, der uns umgebracht hat. Also umbringen wollte. Umgebracht hat er uns ja nicht. Warum ist da hinten so ein Viech? Ist das irgendwie ein Haustier von irgendwem? Scheint hier niemand anzugreifen, oder? Das ist ein Hornwolf oder ein Schakal oder so. Hier wohnt einer, aber sehr gemütlich. Ich find's denn auch sehr gemütlich hier. Also jetzt im Lager insgesamt, der Hut jetzt nicht unbedingt. Ja, immerhin Klopapier. Ist da ein Kackhaufen drin? Naja, ist ja irrelevant, ob ein Kackhaufen ist oder nicht. Der hatte keinen Namen, ne? Da oben ist übrigens ein Teleporter. Ich soll mit der Anführer sein von dem Laden hier. Hab ich einfach gewusst. Und aus der Mitte entspringt ein Keim der Hoffnung. Bedroht durch den Sturm aus dem Norden, halten wir das Auge mit Stolz und Zuversicht. Ich nehme an, du hast hier das Kommando. Ich bin Lloyd, geistiger Vater und Anführer der Menschen hier. Willkommen im Lager der Mitte, Fremder. Lass deine Waffen ruhen und schöpfe neue Kraft an unserem wärmenden Feuer. Recht nett hier. Ich komme gleich nochmal. Ich muss erstmal den Setzling schon aktivieren.
Nee, Quatsch, den Teleporter aktivieren. So, Lager der Mitte. Besetzerbrot. Irgendwas zu mitnehmen. Federvieh! Stirb! So. Warte mal, komm nochmal vorbei, Leute. Moment. Irgendwo hier gibt es auch einen richtig dicken Bogen. Ich glaube, da oben auf dem Turm oder so. Da kann man einiges mitgehen lassen hier in der Siedlung. So, auch einen recht starken Bogen, der uns vielleicht später irgendwann mal nützlich sein kann. Notfalls kann man verkaufen. So, jetzt reden wir erstmal mit dem Guten hier. Lager der Mitte, sagst du. Klingt ziemlich naiv für diese kleine Ansammlung von ein paar freien Menschen. Große Visionen werden immer belächelt. Das kümmert uns nicht. Es ist wie in jedem Spiel. Am Ende werden die Punkte gezählt. Der Krieg ist nur ein Spiel für dich? Nein, natürlich nicht. Doch wenn du die Spielregeln deines Gegners kennst, macht es vieles einfacher. Okay. Erzähl mir von deiner Vision. Ich bin viel herumgekommen und habe auf meine alten Tage viel Erfahrung sammeln dürfen. Die verschiedenen Gemeinschaften, die noch existieren seit der großen Katastrophe, haben alle eines gemeinsam. Es fehlt ihnen an Flexibilität. Sie sind alle Gefangene ihrer eigenen Gesetze und Verhaltensweisen. Doch gibt es viele Rohdiamanten unter ihnen, die unsere Sache wirklich voranbringen würden. Dieser Ort hier ist ihre Anlaufstelle. Also das Lager der Mitte ist quasi für alle Fraktionen offen. Jeder, der vertrieben wurde oder nicht mehr zu seiner Fraktion gehören möchte, der kann quasi hier Unterschlupf suchen. Und hier sind quasi alle Leute, wenn man so will, versammelt. Wobei, ob Separatisten hier sind, weiß ich nicht. Das werden wir ja noch sehen. Ihr kämpft für die freien Menschen? Wir kämpfen für Freiheit und Selbstbestimmung. Wir trotzen den Unterdrückern und den Verblendeten. Es wird jemand aus unserer Mitte sein, der die Welt in seinen Grundfesten verändern wird. Dein Erscheinen hier und dein Interesse an unserer Gemeinschaft beweisen das. Du glaubst, dass ein Mann die Welt verändern wird? Lassen wir doch die alberne Maskerade. Wir wissen doch beide, von wem wir hier sprechen, Commander. Du weißt, wer ich bin? Nein. Du bist nicht mehr die Bestie, vor der sie alle erzittern. Einst hattest du große Macht. Alles wurde dir genommen und trotzdem bist du wieder aufgestanden und wirst deine alte Kraft bald wiederfinden. Das wird noch dauern. Ich sehe hier einen aufrechten, starken Mann und seinen inneren Konflikt zwischen Mensch und Maschine. Wer, wenn nicht du, könnte wirklich etwas bewegen? Du siehst eine Menge. Ja. Darum nennen sie mich Big Daddy und folgen mir. Ihr nehmt Flüchtlinge auf. Wenn es nur nach mir gehen würde, würden wir jeden hier leben lassen. Doch muss die Chemie unter meinen wichtigen Männern stimmen. Sie sind es, die das Ganze hier zusammenhalten. Also, wenn sie dich mögen und du ihnen ihre Unterstützung anbietest, denke ich, wird niemand etwas dagegen haben, wenn du dein Lager hier aufschlägst. Ich muss ihre Aufgaben erledigen, um hier bleiben zu können. Fürs Erste wird es reichen, wenn du ihnen in Aussicht stellst, dich um ihre Belange zu kümmern. Wenn ihnen gefällt, was du zu ihnen sagst, kann ich dir eine Bleibe anbieten. Fair genug, oder? Das ist jetzt quasi auch unser Sammelpunkt. Also sprich, alle Gefährten des Helden gammeln nicht mehr da unten irgendwie vor der alten Anlage rum, an dem Lagerfeuer, sondern wir kriegen hier quasi ein Hauptquartier, wenn man so will. Wer sind deine wichtigsten Männer? Da gibt es den Späher Jonesy, der sich im Umland um die herumstreunenden Mutanten kümmert. Schon geklärt. Dann ist da Eckhart, der sich für die Verteidigung der Anlage hier verantwortlich zeichnet. Und natürlich Harley, unser Mechaniker. Den machst du vermutlich schon glücklich, wenn du ihm etwas Großes zum Reparieren bringst. Es sind gute Männer. Also zeig dich auch von deiner guten Seite, wenn es dir möglich ist. Jo, Mama. Dein Späher Jonesy ist wohl gerne draußen in der Wildnis unterwegs. Ja, auch wenn ich ihm immer wieder sage, dass er sich nicht so weit vorwagen soll.
Jetzt, wo er weiß, dass er durch dich eine weitere Unterstützung hat, wird er hoffentlich nicht unvorsichtig. Sehr gut. Aber das war noch nicht alles, nicht wahr? Die Bedrohung der Mutanten im Umland ist erstmal abgewendet. Sehr gut. Wir müssen aber aufpassen. Das waren bestimmt nicht die Letzten, die es versuchen werden, hier einzufallen. Schon mal sehr gut. Einige Dinge wären da aber noch zu tun. Ich bin mir sicher, dass du sie auch noch meistern wirst. Wie steht's um eure Kampfkraft? Wir haben einen Haufen kampferprobter Experten für unsere Sache hier gewinnen können. Unter der richtigen Führung kann es eine schlagkräftige Kampftruppe werden, die man nicht unterschätzen sollte. Sonst sowas? Chef, hallo? Große Veränderungen keimen oft in einer kleinen Zelle. Also hier ist quasi der Ausgangspunkt. Ich verstehe schon, warum die Questreihe oder die Quests hier bei den Hauptmissionen zu finden sind. Denn auf der anderen Seite muss man sagen, das ist ja schon relativ wichtig, wo wir hier die Leute hier treffen. Ich meine, das ist ja wie gesagt ein Basislager für uns, ein Hauptquartier. Und der Anführer dieser verwegenen Truppe hier ist sogar der Meinung, dass wir die Welt verändern werden. Also hat natürlich wohl oder übel was mit der Hauptquest zu tun, wenn der sogar weiß, wer wir sind. Aber ich würde sagen, wir helfen einfach in der nächsten Folge seinen Männern aus und dann schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Bis dahin, tschüss.